Der Baum ist jetzt, zeige ich euch mal, kommt's mal mit. Ich kämpfe mich jetzt hier durch. Das war jetzt natürlich ein bisschen schwierig zum Abschneiden, deswegen habe ich es hinterhalb abgeschnitten. Unten, ihr seht selber, das ist natürlich zu breit. Hier ist, da gehen jetzt die zwei Arme vom Baum weg. Ja, überall liegen die Stücke jetzt rum. Das muss ich natürlich dann mit dem Janmar wegfahren. Da hinten liegt dann ein großer. Hier ist jetzt noch der Hauptstamm. Was haben wir jetzt hier für einen Durchmesser übrigens? Also Armlänge, bis hierher geht's. Wie lang ist der Arm? Keine Ahnung. Das ist der Durchmesser jetzt hier von dem Stamm. Ja, hier geht es jetzt dann weiter. Da schneide ich jetzt dann hier ein Stück drunter. Aber erst heute tue ich häckseln, wie schon gesagt. Das mache ich später dann. Hier reinschneiden. Stück runter. Ja, und dann weiß ich noch nicht. Da muss man jetzt schauen, ob man dann das hier wegnimmt. Den hier, die Stütze, und schauen, was passiert, ob er dann runterfällt. Das ist, glaube ich, die letzte Stütze. Hier ist sonst nichts mehr. Da vorne ist noch eine. Ja, und dann langsam halt immer weiter zurück. Es wird halt hier schwierig, weil man hier so weit, weil es hier so hoch ist. Entweder fällt er runter. Ganz schön gesplittert, wie er hier ist. Da muss ich dann schauen, wie ich hier am besten beginne zum Wegschneiden. Andererseits, das Splittern ist nicht schlimm, weil er hängt hier überall nirgends mehr dran. Das ist der Vorteil. Das heißt, ich kann hier wirklich von oben vielleicht ein bisschen anfangen, das Ganze wegzunehmen, dass er nur noch unten dran hängt. Der Vorteil ist, wenn es oben weg ist, dann kann es auch nichts mehr weghauen. Und dann wahrscheinlich langsam unten durchschneiden. Das ist halt dann wirklich hier ein bisschen blöd, weil diese Sachen hier, der hier ist gebogen, den wird es zurückhauen, da muss man also verdammt vorsichtig sein. Ich fange jetzt, wie schon gesagt, erst auf der Seite an, mache das Ganze ein bisschen leichter und dann mal schauen, wie er sich verhält. Jedes Teil, der sich abschneidet, einfach mal dann schauen, wie er sich verhält. Bis jetzt ist überhaupt noch nichts passiert. Da hinten das Ganze abschneiden, es war halt bloß blöd, von der ganzen Länge her reinzukommen, weil, naja, mit einem 50er Sägeblatt einen Meter durchschneiden, muss man halt komplett rumsägen, einmal, geht auch. Oder man schneidet so Keile rein, dass man tiefer reinkommt. Aber jetzt tun wir schnell einen Häcksler raus und dann häckseln wir zwei Jonas mal. Habe ich irgendwo meine Handschuhe wieder hingelegt? Ah, auf dem Bulldog drauf. Hier sind deine Handschuhe. Jetzt machen wir einfach mal, bis Benzin leer ist. Ah, der Deckel ist Katastrophe hier. We'll be right back.
Das geht leider nicht, das ist hier spritleer. Wir haben jetzt den ganzen Haufen hier weg. Hier hätte ich noch ein paar Kleinigkeiten zum Häckseln. Aber spritleer, naja, ein bisschen noch drin. Ein bisschen, bis hier unten vielleicht noch. Mei, der Deckel ist eine Katastrophe. Der ist noch? Was ist denn da drin? Ja, das tue ich nicht häckseln. Höchstens die paar Äste, aber ja. Jetzt muss man erst einmal Sprit wieder kaufen. Ich habe keinen mehr da. Mein Gott, der Deckel, also echt. Wie kann man sowas Schreckliches erfinden? So. Also, das Schlimmste an dem Häcksler ist hier dieser Benzindeckel. Der Rest, grandios, funktioniert echt super. Vor allem nimmt er auch dicke Äste mit und durch den großen Einfülltrichter hier kann er auch Verzweigungen gut mitnehmen. Und seitdem ich ja den Umbau da gemacht habe mit diesem Gummi, zieht der wahnsinnig gut die Äste ein. Es bleibt halt einfach nichts mehr hängen. Ich muss teilweise nicht einmal mehr nachdrücken, der nimmt die durch diese Walze, nimmt er einfach alle mit. Ja, aber die können wir jetzt nicht reintun, weil wenn er jetzt läuft er nicht. Die können wir erst reintun, wenn er läuft. Jetzt muss ich erstmal die Kette schleifen. Das letzte Mal habe ich versehentlich in die Erde ein bisschen reingehalten, das Schwert. Naja, jetzt ist stumpf. Aufgrund eurer Empfehlung gekauft. Für jede Kette braucht man ein anderes Teil, das ist der Nachteil. Für jedes Teil braucht man ein anderes Teil, das ist der Nachteil. Ja. Okay, probieren wir es aus. Irgendwie soll man jetzt hier drauf gehen. Tun wir erst einmal die Kette ein bisschen strenger machen. Muss man schauen, dann legt man das so auf. Sollten wir uns mal markieren, wo wir angefangen haben. Luftfilter ist noch sauber, sehr schön. Wie gut die Säge schneidet, werden wir ja dann sehen. Ich habe keine Ahnung. Also es ist ein bisschen kompliziert, das Ganze. Einmal hältst du das so rum und einmal so rum. Naja, egal, es hat funktioniert. Kurz ein anderes Thema noch. Ich habe hier ja die Maske vorgestellt, beziehungsweise meine neue Maske, die ja an der Bohrmaschine gerade dranhängt. Kamera scharf, ihr seht mich wieder, sehr gut. Zum Thema Schärfe, dass ich auch scharf sehe mit der Maske, habt ihr mir einen Tipp gegeben, das schauen wir jetzt mal kurz. Ich habe ja diese Maske gekauft bei Temu, habe ich euch auch verlinkt und ich habe es nicht so gern benutzt, weil die immer anläuft. Ich mag das nicht, ich mag ja was sehen. Und das Problem bei der Maske ist einfach, man atmet direkt in die Maske rein. Hier unten sind die Ausöffnungen, die Ausatem-, Einatemöffnungen und man hat am Mund direkt vor der Maske. Jetzt habt ihr mir empfohlen, ich soll hier mal Spülmittel reintun, das mit Spülmittel und ein bisschen Wasser einreiben. Das heißt, ich nehme jetzt hier Spülmittel, so, tue mal ein paar Tropfen hier rein, verreibe das. Ob jetzt pur oder keine Ahnung. Im Internet habe ich noch ein bisschen nachgelesen. Der eine sagt pur, der andere sagt mit Wasser gemischt. Für den Test wird es jetzt wurscht sein. Hauptsache es ist Spülmittel drin. So. Weil so ist die Maske ja nicht schlecht. Aber sie läuft halt immer an. Vorher ist, wie schon gesagt, angelaufen, sobald ich ausgeatmet habe, durch das, dass ich ja die Maske ja direkt vor meinem Mund habe, läuft sofort an. Jetzt schauen wir mal, wie es jetzt ist.
Ja. Anlaufen tut es nicht mehr. Aber sehen tue ich genauso schlecht. Warum? Weil sich da drin jetzt die ganze Feuchtigkeit sammelt. Ich weiß nicht, ob man es jetzt erkennt, aber hier ist alles nass da drin durch das Ausatmen. Ich denke mal, unter normalen Bedingungen, vielleicht sollte ich auch noch mal kurz mit ein bisschen Wasser auswaschen. Also, es ist ein Erfolg von 100%. Nicht schlecht, funktioniert. Dann brauche ich die Maske nicht wegwerfen. Ich habe zwar immer noch mal andere, aber es gibt ja immer noch Zwecke, Einsatzzwecke, wo ich die auch nutzen kann. Geil. Also, danke für den Tipp. Super. Und für jeden, der ihn nicht kennt, kennt ihn jetzt. Ich tue jetzt hinten erst einmal ein bisschen Holz spalten, ein bisschen aufräumen, bevor ich weiter säge. Ihr wisst ja, ich nutze dazu meinen Bagger mit dem Kegelspalter und den habe ich mir jetzt gerade wieder angebaut. Jetzt möchte ich bloß kurz auf ein paar Fragen eingehen. Einmal bin ich gefragt worden, warum ich nicht den ganzen Zylinder abbaue, warum ich den hier mit Kabelbinder befestige. Also, vielleicht seht es ihr schon, wenn ich hier die Schraube aufmache, um den Zylinder hier abzubauen, muss ich wieder hier Hydraulikschläuche öffnen, weil das hier genau davor ist. Diese Verschraubung, das heißt, ich muss hier wieder komplett wegschrauben. Natürlich kann man es machen, ist aber halt ein Aufwand. Das heißt, ich habe wieder Hydraulikleitung offen. Ich komme hier, kann den Bolzen hier nicht ziehen. Das ist hier ein bisschen blöd. Und warum tue ich den hier natürlich nicht da unten rein? Die Frage beantwortet sich selber. Es ist natürlich nicht hier nur links und rechts, wo ich ihn reinstecken könnte, sondern es ist in der Mitte auch noch was drin. Also ich kriege ihn da gar nicht rein. Hydraulikschläuche sind dran. Das mit der Schnellkupplung hat sich super bewährt. Ja, ich muss einen Weg frei machen, dass ich sägen auch kann. Ich meine, das bringt jetzt nichts, wenn ich alles hier kurz und klein mache. Ich brauche auch Platz. Dann legen wir gleich mal los hier. Jetzt habe ich hier dieses Riesenteil. Ich probiere es mal. Keine Ahnung, ob das geht.
oder was passiert. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es überhaupt schafft zu spalten. Aber er ist noch nicht auseinander. Probieren wir es weiter. Hat zwar jetzt ewig gedauert, aber er ist klein. Hätte ich das Ganze jetzt, ich glaube, der andere Spalter, der hätte es gar nicht geschafft, den ich da noch habe für den Traktor. Der hätte sich da, ich habe da schon mal versucht, sowas zu spalten. Keine Chance, geht nicht einmal. Außerdem ist der mit schwer und selbst für einen Janma war der schon grenzwertig. Also ich schätze schon, dass das Teil 300 Kilo gewogen hat.
so groß wie der war. Schwer zum Sagen jetzt. Aber der Janmar hat sich schwer getan, der Backer hat sich auch schwer getan. Das ist echt, ja. Mich wundert es ja wirklich, oder ich freue mich, dass er es geschafft hat, den klein zu machen. Ja, echt Wahnsinn. Mit dem kleinen Holzspalter. Also hier ist jetzt gespalten, da schneide ich noch einmal durch. Was ich jetzt vorhabe, ist einmal hier diesen Ast hier wegnehmen. Dann ist, wie schon gesagt, dann liegt er jetzt bloß noch auf dem Ast drauf. Ich schaue jetzt einfach mal, was passiert. Wenn er runterfällt, mei, dann fällt er halt runter, passiert ja nichts weiter. Ich muss halt jetzt vorsichtig sein, kann ja nichts passieren, weil im Prinzip hängt er ja hinten noch fest. Das heißt, wegschneiden und dann schneiden wir hier nochmal. Einmal durch. Immer weiter. Ja, ich lasse mir für das Ganze halt einfach Zeit. Und die Säge habe ich jetzt übrigens, ihr habt es ja gesehen, die Kette geschliffen nochmal. Werden wir sehen, wie gut die jetzt ist. Und einen Vergaser habe ich eingestellt. Mit dem Drehzahlmesser auf optimale Drehzahl. Der war ein bisschen zu mager eingestellt. Also von der Höchstdrehzahl zu niedrig eingestellt, habe ich gesehen, das habe ich nachkorrigiert. Und von dem, wenn ich Gas gebe, also Standgas war zu niedrig eingestellt und wenn man Gas gibt, dieser Durchzug, habe ich auch ein bisschen verändert. Schauen wir mal, ob es jetzt einfach mal besser geht, ob es besser läuft. Verena, die ist dabei, die kommt gleich, die sammelt da hinten wieder Kastanien zusammen. Den schneiden wir hier noch durch, das ist der große. Der doppelte, weil ja oder ich einmal durchgeschnitten hätte ich ihn schon noch gern. Genauso wie den hier einfach ein bisschen kleiner machen, dass das Spalten leichter fällt. Mit dem Holzspalter, mit dem Backer. Auch wenn es gut geklappt hat. Ja, jetzt schmeißen wir mal die Säge an und probieren wir es mal, den abzuschneiden.
Also bei der Säge, ja, muss man im Wald aufpassen. Ja, die haut schon ganz schön was raus hier. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Weißt du, ehrlich gesagt, ich habe da keinen Vergleich wie der andere sind. Egal. Das ist jetzt ab. Funkenflug habe ich schon öfters mal gelesen in Verbindung mit diesen Chinasägen. Weiß nicht warum. Gerne schreiben, wenn ihr es wisst. So. Wieder ein Stück ab. Ja, ehrlich gesagt, ich mache jetzt langsam weiter. Das heißt, ich mache jetzt das klein. Dann muss der weg. Wir können ja mal probieren, den hier wegzumachen, aber ich glaube, dann fällt er runter. Aber müssen wir ja im Prinzip, könnte ich es versuchen. Also. Schutz irgendwie. Das hat sich jetzt hier gelöst. Ach, von da oben. Von da oben geht's ab. Ja. Hier. Da oben ist das Hitzeschutz, so ein Hitzeschutzklebeband drauf und das löst sich gerade ab. Ja. Ah, doch nicht die feine oder die gute Qualität, sage ich mal. Ist zwar nicht schlimm, aber das ist das, was immer qualmt hier. Ah, wurscht. Das ist das, was immer qualmt hier. Da löst sich hier oben von der oberen Abdeckung hier, da innen drin dieser Aufkleber. Und der Aufkleber sorgt für einen Hitzeschutz. Und die wird halt extrem heiß hier durch den Auspuff. Wahnsinn. Ja, ist halt an vielen Dingen gespart worden an der Säge. Also, sie sägt, sie macht ihre Arbeit, sie hat Kraft. Mit dem Vergaser einstellen, muss man vielleicht noch mal ein bisschen schauen. So ganz hundertprozentig gefällt es mir noch nicht. Aber wenn sich das jetzt da oben ablöst. Ja, für sowas ist es halt nicht gemacht, für solche Baumstämme. Ja, was heißt nicht gemacht? Ich meine, die hat ein 50er Schwert dran, die hat 3,9 PS.
Es ist eine Weide, es ist jetzt nichts Schlimmes. Ja. Ansonsten 3 Jahre Garantie, schicke ich es zurück, krieg mein Geld wieder. Ja, ob ich mein Geld wieder kriege, weiß ich nicht. Zumindest der neue kriege ich. Aber wie schon gesagt, ich zeige euch ja immer alles, auch wenn irgendwas nicht gut läuft mit der Säge oder irgendwas passiert. Das ist ja nicht mein Bestreben, dass ich euch jetzt halt hier Müll vorstelle oder Müll empfehle. Also bis jetzt kann ich es nicht empfehlen. Auch wenn es ihr Arbeit macht. Aber vielleicht hätten wir da, wie schon gesagt, haben ja viele geschrieben, doch eben ein bisschen mehr Geld ausgeben müssen für gebrauchte Stiel oder Husqvarna oder Echo, Dolma, keine Ahnung. Gibt ja genug. Aber in dem Fall, den Baum werde ich schon noch schaffen damit. Nee, wir schauen jetzt mal. Jetzt hat sich ja bloß ein Aufkleber gelöst. Benzin leer. Ja. Und gib mal die Akku. Dreimal schneiden alle. Zeitlupe senkt er sich. Du erschrickst immer so sehr. Bewegt er sich irgendwo noch? Das weiß ich nicht. Ja, der wird halt irgendwo weiter brechen an irgendwelchen Fasern. Senkt er sich noch, oder? Weiß ich nicht, ich geh mal auf die andere Seite, vielleicht kriegt man es dann. Ja, ja. Geh mal weg. Ja. Da bewegt er sich. Da bei dem Astloch. Ich würde sagen, den lassen wir jetzt erst einmal zu Ende sacken. Und dann schauen wir mal, wie er sich in ein paar Tagen verhält. Hinter geht eh keiner mehr. Ja, den lassen wir jetzt setzen. Es bringt jetzt nichts, wenn ich da irgendwo reinschneide.
Der Ast ist hier vorne. Ja, ja, da, wo das Ding ist. Ja, da ist ganz schön Spannung drauf. So. Jetzt haben wir genug genervt, den Baum heute wieder. Lassen wir es wieder alles mal sacken. Der knackt jetzt ohne Ende. Ich meine, ich muss jetzt sowieso erst einmal das hier wieder wegfahren. Den hier weg tun, klein machen alles. Und vielleicht sollten wir auch einmal den Haufen dann wegmachen. Also bis zum nächsten Video. Ciao.